Vögel Mitteleuropas, eine Auswahl mit ihren Stimmen und auch als Quiz nutzbar. Teil 2a, Feld, Wald und Wiese von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Prolog. Auch unsere Vögel sind ein Stück Heimat für Deutschland und Mitteleuropa. Sie geben uns Freude und sind uns Auftrag, denn je mehr man kennt, desto mehr sieht man auch. Und je mehr man sieht, desto mehr liebt man auch. Je mehr man liebt, desto mehr schützt man. Man kann die Vögel Mitteleuropas in ihren Bildern und Stimmen auch einfach so genießen. Man kann den Vortrag aber auch als Quiz benutzen, zum Testen und zur Erweiterung des eigenen Wissens. Zunächst werden immer die Vogelbilder gezeigt und nach 2 Sekunden ertönt automatisch, ohne weiteres Anklicken, ihre Stimme, ihr Ruf oder Gesang. Dann kann eine kurze Zeit des Nachdenkens oder Rätselratens folgen und nach weiteren 3 bis 5 Sekunden erfolgt wieder ohne erneutes Anklicken der Name des Vogels in Einblendung und kurz angesprochen. Viel Spaß dabei für die Jüngeren, aber auch für die Älteren, Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich habe den gesamten Vortrag gegliedert in verschiedene Abschnitte, damit er etwas übersichtlicher wird, und zwar in die Teile Hausgarten Kulturfolger mit 2 Abschnitten sowie Feld, Wald und Wiese mit 2 Teilen und dann die Wasservögel an Küste und See und unsere Greifvögel und Eulen. Innerhalb der Abschnitte sind die Vogelarten alphabetisch gegliedert, bis auf Ausnahmen von zusammengehörigen Arten. Hier ist das Inhaltsverzeichnis für den 2. Teil der Vögel Mitteleuropas. Der Abschnitt betrifft die Vögel von Feld, Wald und Wiese. Ich habe auch diesen Abschnitt geteilt in 2 Teile. Der 1. Teil beginnt bei den Stelzen, Bachstelze und Schafstelze und endet bei den Krähen, Nebelkrähe, Rabenkrähe und Saatkrähe. Der 2. Teil beginnt bei den Kranichen und endet bei den Störchen und der Großtrappe. Erneut sind die Vogelarten weitgehend alphabetisch aufgelistet. Die Bachstelze ist unsere häufigste Stelzenart und ebenfalls zum Kulturfolger des Menschen geworden. Sie ist unverwechselbar durch ihre schwarz-weiße Kopf- und Körperzeichnung und durch ihr Verhalten. Sie läuft trippelnd über den Boden, sie schnappt nach Insekten und zuckt ständig mit dem Schwanz. Die Bachstelze erbeutet im kurzen Jagdflug geschickt fliegende Insekten. In der Mitte oben fliegt noch eine Mahlzeit. Es ist unglaublich, wie sie es schafft, diese alle festzuhalten. Das ist ihre gelbe Schwester, die Schafstelze. Sie ähnelt ihr sehr, der Schwanz ist etwas kürzer und sie ist den Menschen nicht so viel gefolgt. Sie lebt noch mehr auf den Feldern und Wiesen. Schafstelzen bauen versteckte Bodennester und die Jungen verlassen diese oft schon sehr früh, manchmal schon bevor sie fliegen können. Die Bekassine ist einer unserer Schnepfenvögel aus Moor und Heide und leider, wie alle unsere Schnepfen, durch den Verlust ihrer natürlichen Lebensräume sehr gefährdet. Am Boden ist die Bekassine durch ihr Gefieder gut getarnt und kaum zu entdecken. Bei Störungen fliegt sie rätschend hoch und in wilden Zickzackkurven in den Himmel. Der König der Schnepfenvögel, unser großer Prachtvogel. Leider ist er im Bestand ebenfalls rückläufig. Sein schönes, langes, trillerndes Pfeifen steht für die Freiheit und die Einsamkeit seiner natürlichen Lebensräume, der Moore und Feuchtwiesen. Ein schönes, stimmungsvolles Bild am Abend von unserem großen Brachvogel mit dem langen, gebogenen, unverwechselbaren Schnabel.
Das Birkhuhn gehört zu den Raufußhühnern und ist bei uns stark rückläufig und im Bestand bedroht durch den Verlust seiner naturnahen Lebensräume. Es kommt in kleinen Zahlen noch in den Alpen an der Baumgrenze vor, in der Lüneburger Heide und in Sachsen. Die Birkhenne besorgt das Brutgeschäft alleine und ist daher schlicht gefärbt und gut getarnt. Typisch ist die beeindruckende Gruppenbalz der Birkhähne, die man leider nur noch an wenigen Stellen beobachten kann. Man trifft sich in den frühen Morgenstunden und kämpft mit Kullern, Zischen und Fauchen um die Hierarchie. Der Haupthahn beherrscht schließlich den Platz und paart sich mit allen Weibchen, die das Schauspiel vom Rande her aufmerksam beobachten. Das Braunkehlchen ist ein hübscher kleiner Wiesenvogel, dessen Bestand in Deutschland und Europa leider rückläufig und sehr gefährdet ist. Er leidet als Langstreckenzieher ebenfalls unter den Folgen des Klimawandels. Eine verwandte Art ist das Schwarzkehlchen, ebenfalls aus der Familie der Fliegenschnäpper. Auch das Schwarzkehlchen bewohnt offene Feld- und Wiesenlandschaften. Sein Bestand ist noch besser, weniger stark gefährdet und es zieht im Winter auch nur nach Südeuropa. Unser Eichelhäher ist ein schön gefärbter, mittelgroßer Rabenvogel, der auch intelligent ist. Durch seine Warnrufe bei Störungen wird er auch Polizist des Waldes genannt. Der Eichelhäher sorgt für den Winter vor und versteckt zahlreiche Waldfrüchte, besonders Eicheln, als Vorrat. Einen Teil davon findet er nicht wieder und neue Bäume wachsen daraus. So sorgt er für sich und andere Tiere für den Bestand des Waldes. Der Fasan, Phasianus colchicus, ist ein großer, farbenprächtiger Hühnervogel, der ursprünglich aus Zentralasien stammt. Dort kommt er in mehreren Unterarten vor. In andere Teile der Welt wurde er als Ziervogel und zu Jagdzwecken ausgewildert. Meistens sind diese Populationen allerdings nicht stabil und müssen durch Hegemaßnahmen oder Aussetzungen aufgefüllt werden. Der Fasan gehört in die Ordnung der Hühnervögel, der Galliformes, und bei diesen besteht meistens ein deutlicher Geschlechtsdimorphismus. Die Hähne sind bunter und prächtiger gefärbt, besonders zur Balzzeit, und die Hennen sind schlichter gefärbt. Die prachtvoll gefärbten Fasanenhähne markieren ihr Revier nicht nur durch die lauten Rufe, sondern schreiten die Grenzen am Tage häufig ab. Auch bei den Fasanen brüten die Hennen alleine und führen auch meist die Küken alleine, daher auch ihre getarnte, unscheinbarere Färbung. Die Jungen sind ähnlich gefärbt. Das ist beeindruckend. Nach dem Revierruf erfolgt oft, nicht immer, ein lauter und weit hörbarer Flügelwirbel. Das ist unsere prachtvolle Goldammer. Die golden gefärbten Männchen sind wahre Hingucker. Es ist unsere häufigste Ammer und ein Vogel der freien Feldmark. Am Beginn des Frühlings fängt das Lied zunächst bruchstückhaft, stümperhaft an und verbessert sich immer mehr, bis es am Schluss verfeinert ist mit einem langen Schlusston. Man kann sich das als schöne Zeile übersetzen mit Wie habe ich dich lieb? Die Goldammer ist in Mitteleuropa ein Standvogel. Sie bleibt also auch im Winter bei uns
und nimmt auch an der Vogelfütterung teil. Sie gehört zu den wenigen Vogelarten, die auch im Hochsommer noch singen. Unser Goldhähnchen, hier das Wintergoldhähnchen und ganz ähnlich die verwandte Art Sommergoldhähnchen, sind die kleinsten Vögel Europas. Sie werden bis 9 cm lang und wiegen nur 4 bis 7 Gramm, also viel weniger als ein Standardbrief. Die flinken kleinen Gesellen sind Bewohner der Nadelwälder. Goldhähnchen vertilgen kleine Gliedertiere, Spinnen und Insekten täglich von der Menge ihres eigenen Körpergewichtes. Ich hatte mal den Merkspruch aufgestellt, 1. März, 1. Kiebitz. Das war gut und schön. Leider ist der Bestand von unserem wunderbaren Flugkünstler Kiebitz, Vanellus vanellus, in den letzten Jahren ganz schlimm zurückgegangen, besonders durch die intensive Bewirtschaftung der Wiesen und Weiden. Gut anzutreffen ist er noch in Schutzgebieten. Dort erfreut er uns im März, im zeitigen Frühjahr, mit seinen fantastischen, gaukelnden Balzflügen. Dieser Vogel ruft seinen Namen, Kiwit Kiwit, unser Kiebitz. Die Engländer, die ja ebenfalls gute Vogelbeobachter sind, haben ihn anders charakterisiert. Sie nennen ihn Lapwing, Schlagschwinge, nach dem wuchtelnden, schlagenden Geräusch seiner Schwingen bei den gaukelnden Balzflügen. Wie man hier sieht, können sich junge Kiebitze sehr gut tarnen. Sie sind Nestflüchter und verlassen bereits nach wenigen Stunden das Nest. Sie werden aber noch lange von den Eltern verteidigt, geführt und auch gewärmt. Die ersten 4 Wochen im Leben sind die gefährlichsten. Die Nester von Kiebitzen, wie bei vielen Bodenbrütern, sind gefährdet durch Bodenfeinde und durch Greifvögel. Sie liegen versteckt, sind nur flache Bodenmulden. Dafür sind die Eier fleckig gut getarnt und die Jungen sind Nestflüchter. Lange Zeit wurden Nebelkrähen und Rabenkrähen als zwei getrennte Unterarten der gemeinsamen Art Aaskrähe aufgefasst. Das ist nicht unwidersprochen und heute wird die Nebelkrähe meistens als eigene Art geführt. Bei uns ist die geografische Trennung fast genau die Elbe, östlich von dieser kommen überwiegend die Nebelkrähen vor. Man hat das Genom der Nebelkrähe sequenziert und nur minimale Unterschiede zur Rabenkrähe gefunden. Beide Arten paaren sich auch gelegentlich. Ein kleines Suchspiel: Wo ungefähr fliegt hier der dritte Vogel? Unsere Rabenkrähen oder Aaskrähen sind kluge Rabenvögel, deren Intelligenz in Tests vergleichbar ist zu der von Rhesusaffen. Sie sind Allesfresser, sie wurden von den Menschen stark verfolgt und haben sich dennoch gehalten und jetzt folgen sie sogar in die Zentren der Städte nach. In der Brutzeit sind die Paare der Rabenkrähe territorial, nach der Brutzeit schließen sie sich vor allem im Herbst und Winter zu kleinen Schwärmen zusammen. Die Saatkrähe ist eine eigene Art aus der Gattung Corvus, die unterschieden werden kann durch ihren nackten, grindigen Schnabelansatz und ihre aufrechte Haltung sowie durch ihr Sozialverhalten und ihre Ruffreudigkeit. Auch sie ist ein Allesfresser, bei ihr überwiegt die pflanzliche Nahrung etwas über die tierische. Saatkrähen sind sehr soziale Vögel und brüten in großen Kolonien, sind auch sehr lautstark, was für ihre Nachbarn eine Belastung darstellt.
Dieses soziale Verhalten hindert sich allerdings nicht, innerhalb der Kolonie der dichten Nester voneinander Nistmaterial zu klauen. Ein schönes, stimmungsvolles Bild von einem ihrer Schlafbäume hier in Ungarn. Saatkrähen sind sehr ruffreudig und es dauert lange, bis am Abend Ruhe einkehrt. Zum Schluss Hinweise auf die Herkunft der Bilder, der Audiodateien und der Videos. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude an den Bildern hatten und einen Gewinn von den Texten. Vielleicht konnten Sie Ihr Wissen über die Vögel Mitteleuropas etwas vertiefen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich verweise auf die übrigen 5 Teile.